Herzlich willkommen in der schönsten Werkstatt auf YouTube und zwar bei Mr. Handwerk. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Stromgeneratoren, besser gesagt um einen Benzingenerator. Stromgenerator. Einfach so ein Gerät, was Strom macht. So, und ich habe mich dafür ein ganz, ganz besonderes Gerät entschieden, made in Germany. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ach, schöne, dreckige Werkstatt. Ist der schwer. Und voll getankt wiegt das ganze Ding. Oh, shit. 50 Kilo. Alter. Junge. 50 Kilo mit E-Anlasser. Ja, das Ganze ist von der Firma Könner und Söhnen. Das Ganze ist natürlich unentgeltlich. Habe ich mir gegönnt, weil ich nämlich Strom brauche am Leuchtturm. Das ist mein neues Projekt, wenn du es noch nicht kennst. Link findest du unten in der Videobeschreibung zu der Playlist. Wir bauen einen Leuchtturm am See auf einen ganz, ganz großen Betonklotz. Also ganz, ganz interessant. Und dort ist nämlich kein Strom und deswegen habe ich mir dieses Gerät hier zugelegt. Gibt es in unterschiedlichen Größen. Und der hier schafft 3000 Kilowatt, hat zwei 230 Volt Anschlüsse und ein E-Starter. Starten wir noch nicht, gucken wir uns gleich in Ruhe an. Aber bevor wir loslegen, zeige ich euch den heutigen Sponsor des Videos. Und zwar ist das GP 1880 Herrenmode von der Größe L bis 8XL. So, und ich habe ein schönes Poloshirt und ich zeige euch mal ein paar weitere Sachen von JP. Bis gleich. Viele von euch wissen es vielleicht gar nicht, aber ich bin leidenschaftlicher Biker und passende Motorradbekleidung haben sie dort auch. Da ist die eine Lederjacke wirklich schöner als die andere. Und was darf natürlich nicht fehlen? Natürlich jetzt nicht zum Motorradfahren, aber bequeme Jogginghosen gibt es dort auch im Programm. Wirklich Männermode von der Größe L bis 8XL. Ob Regenjacke, Winterjacke, Parka, Bademode, es ist alles dort vertreten. Passende Schuhe, Accessoires wie Cappies, wie Poloshirts. Und. Also ich gehe dort gerne shoppen und ich hoffe ihr auch. Mit dem Rabattcode MrHandwerk825 bekommst du nochmal Rabatt und den passenden Link packe ich dir nochmal unten in die Videobeschreibung, damit du dich auch so gut einkleiden kannst wie ich. Und ich würde sagen, wir werden das ganze Ding jetzt mal auseinandernehmen. Besser gesagt, ich zeige euch das Ganze, wie das Ganze funktioniert und. Das wusste ich nämlich auch alles noch nicht. Aber dazu tragen wir das Ganze auf Steffi ihre Werkbank, denn die kann man von der Höhe her verstellen. Und am Ende kriege ich das ganze Ding viel, viel leichter herunter auf die Sackkarre. Steffi, kommst du tragen? Also ich muss sagen, der Kompressor ist nicht ohne. Auf dem Karton steht drauf 46,1 Kilo. Und alleine das Ding zu wuppen ist ganz schön schwierig. Ihr könnt jetzt sehen, wo ich das Ganze hier auf der Werkbank gestellt habe. War, wie gesagt, nicht ohne. Auch beim Auspacken, wenn ihr den Karton nicht zerstören möchtet, dann braucht ihr unbedingt einen zweiten Mann. Oder ihr macht so akrobatische Kunststücke wie ich jetzt und benutzt noch eure Füße. Und mit Hängen und Würgen bekommt ihr das Ganze aus dem Paket raus, aus dem Karton. Oben ist eine Styroporeinlage zum Schutz, wahrscheinlich vom Deckel, und unten ist gar nichts. Also das Ganze ist einmal in Folie eingepackt und das war's. Also im ausgepackten Zustand sieht das ganze Teil so aus. Und wir haben jetzt hier ringsherum ist das Ganze eingefasst in einen schönen Rahmen. Und hier oben ist vermutlich der Tank drin. Hier oben sehe ich eine Tankanzeige. Hier links haben wir nochmal eine Bedienungsanleitung, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Hier haben wir nochmal einen QR-Code, den könnt ihr dann scannen. Und wie schon erwähnt, hier ist ein Seilzugstarter, hier sehe ich einen Benzinhahn. Lasst das Ganze mal auf euch ein bisschen wirken, ist, glaube ich, alles ein bisschen selbsterklärend. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Also hier ist der Benzinfilter, der muss natürlich nach dem Betrieb immer auf Off stehen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir dann keine Probleme bekommen, dass der Generator wieder anspringt. Hier ist ein Benzinschlauch, hier haben wir auch die typischen Klemmen. Hier ist der Luftfilter drin und hier ist auch nochmal auf D alles erklärt. Spülen Sie den Filtermenge sorgfältig im warmen Wasser aus, bla bla bla. Das heißt, eine Wartung solltet ihr vielleicht auch einmal im Jahr bekommen, je nachdem, wie oft man das Ganze nutzt. Was ich ganz gut finde, auch hier oben nochmal zu sehen, die einzelnen Punkte.
wie man das Ganze in Betrieb nimmt. Alles sehr, sehr schön erklärt. Notfalls hast du auch hier ein Benutzerhandbuch online zum Einscannen. Aber wir haben ja auch hier eins mit dabei gehabt. Kannst du auch verwenden. Hier oben befindet sich die Tankanzeige. Einmal hier. Hier ist der Einfülltankdeckel quasi, ne? Wie beim Moped oder beim Auto. Hier sind noch ein paar Warnhinweise. Könner und Sönke, bin mal gespannt. Könner und Söhnen, bin mal gespannt, ob wir das Ganze empfehlen können. Und hier steht auch nochmal das Modell. Und 230 Volt, 50 Hertz, 2,6 bis 3 kW, 7 HP, AVR-System. Genau, hier meine Ölkontrollleuchte, werden wir gleich nochmal alles testen. Genau, hier zwei Anschlüsse und wie gesagt, die sind hier schon abgeklemmt. Ich werde das Ganze jetzt mal alles jetzt fertig machen. Das heißt, Strom anschließen, Benzin einfüllen, Öl einfüllen. Hier ist auch nochmal ein Warnhinweis, beziehungsweise hier steht drauf, was für ein Öl wir verwenden sollen. Zufälligerweise habe ich auch was dabei. Was ich gerade gesehen habe, wir haben hier nochmal einen Benzinfilter. Das finde ich ganz, ganz toll. Also so ein kleines Sieb. Und wir haben hier nochmal eine Wartungstabelle. Auch wieder mit einem QR-Code, was wir dann einscannen können. Ich mache jetzt mal hier so einen halben Liter rein, dass wir mal starten können. Für diejenigen, die wissen wollen, wie viel Liter reingehen, also wir haben jetzt dieses Modell KS300E. Ohne E ist natürlich ohne Elektrostarter. Fassungsvermögen haben wir jetzt hier von Kraftstofftank ist 15 Liter. Laufzeit bei 50% Belastung 15 Stunden. So, und wir müssen jetzt hier ein Öl reinkippen, 0,6 10W30 oder 10W40. So, mal schauen, ob wir da gut rankommen. So, ist natürlich jetzt ein bisschen durch die Batterie zu schulden. Und hier sind auch diese Gummilager links und rechts. Da kommt man ein bisschen schwer dran. Ja. Man hat natürlich jetzt auch die Möglichkeit, die Batterie rauszunehmen. Hier ist der Ölmessstab. Ich denke mal, in diesem Bereich sollte sich das Öl befinden. So, legen wir mal beiseite. Und dann nehmen wir unser Trichterlein und pumpen mal das Öl hinein. Also kippen. 0,6. Um die 80, 90 Dezibel, 93 Dezibel wird angezeigt. Ich muss sagen, meine Werkstatt hat sich schon so ein bisschen erwärmt. Also hier unten hinten am Auspuff kommt ordentlich Wärme raus. Und ich musste den ganzen Stromgenerator anfangs mit einem Seilzug starten. So wurde es aber auch in der Beschreibung erklärt. Und ich will jetzt nochmal versuchen, also Benzin an. Im Übrigen, mit dem Öl, 0,6 Liter, das Öl liegt dann waagerecht drin. Das heißt, ihr könnt den Ölstand sehen, wenn ihr die Öleinlassschraube entfernt. Viele denken dann, oh Gott, wir haben zu viel Öl eingefüllt. Nein, wenn das Öl sichtbar ist, waagerecht, dann ist das genau die richtige Menge. So, ich würde sagen, machen wir auf On. Das hätte man auch vielleicht ein bisschen besser regeln können mit dem Schalter, weil man weiß immer nicht, ob das an oder aus ist. So, und dann machen wir auf Start, auf On. Und theoretisch müsste jetzt der Anlasser angehen, der befindet sich nämlich hier. Benzinhahn auf An, an. Wie ich vermutet habe, die Batterie ist nämlich nicht aufgeladen. Wahrscheinlich
wegen der Versandart. Mach mal ganz lange Zeit auf aus. Ich werde jetzt erstmal die Batterie mal aufladen. Ja, wie ich erahnt hatte, ist der Akku leer, also die Batterie, ne? Ich verwende jetzt hier das von Einhell. Ich habe auch eins von Bosch. Allerdings kann man da beispielsweise den Stand nicht sehen. Deswegen finde ich das hier ganz toll. Liegt, glaube ich, um die 40, 50 Euro. Verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Ihr habt es ja gerade eben gesehen. Wir mussten diesen Stromgenerator zu zweit tragen. Das ist nämlich der Nachteil von diesen Dingen. Ja, es läuft komplett durch 24 Stunden. Man kann den nachkippen. Und es gibt sogar Generatoren von Könner und Söhnen, die mit Gas laufen. So, das ist der einzigste Nachteil, den ich gefunden habe. Und dass man das Ganze in inneren bzw. in Innenräumen nicht betreiben sollte. Ich habe es nämlich hier getan und ich habe nämlich gerade gewischt. Der Boden, da hat sich so leichter Ruß bzw. die Abgase abgesetzt. Also bitte nicht in den Innenräumen verwenden. Steht aber auch überall ganz klar deklariert. Ich habe es natürlich gemacht, sollte man nicht machen. Und für die, die aufgepasst haben, die haben wahrscheinlich gehört, dass ja beim Verwenden der Tauchkreissäge dass der Generator nicht ausgereicht hat. Und das lag jetzt nicht daran, dass der Generator zu wenig Power hat. Nein, weil ich, zu dumm möchte ich auch nicht sagen, weil ich nicht gesehen habe, beziehungsweise nicht dran gedacht habe, dass die Tauchgassäge, dass man die ja stufenlos regulieren kann, von der Drehzahl, glaube ich, her, von Stufe 1 bis 6 und wo ich sie dann auf Stufe 6 gestellt habe, ist sie auch wie durch Butter durchgegangen, durch die WPC-Dielen. Jeder weiß, der schon mal WPC-Dielen geschnitten hat, dass es wirklich vergleichbar ist wie Bankirei, also sehr, sehr hartes, festes Holz. Und das ging wirklich problemlos. Also ich war wirklich sehr zufrieden, hab den Kompressor ungefähr jetzt den ganzen Tag benutzt und ich kann ihn auch wirklich empfehlen. Und zurück geht der Kleine nicht. Also ich freue mich riesig, dass ich jetzt ein Notstromaggregat habe, das ich mit Benzin betreiben kann. Im Übrigen gibt es die ganzen auch mit Gas. Das heißt, ihr könnt das Ganze mit Gas betreiben. Ich werde euch mal unten ein paar verlinken. Besser gesagt, den Link auf Amazon werdet ihr finden. Und das Coolste oder mein Highlight bei diesem Kompressor ist, ich hoffe, dass der anspringt, Benzin an auf, dass wir einen Elektrostarter haben. Na, ich verwechsel das nämlich immer mit dem Joke. Es ist nämlich schon mal ein, zwei Mal vorgekommen, dass ich den Joke in der falschen Richtung gedreht habe und dann ist das Ganze abgesoffen. Dann macht er einfach Benzin an aus, wartet mal 5 Minuten, dann verdunstet das Benzin und dann springt er auch wieder an. Im Übrigen hier die LED-Display-Anzeige. Dort könnt ihr beispielsweise sehen, wie viel Volt das ganze Ding produziert, wie viele Stunden, Betriebsstunden das ganze Ding hat und ihr könnt nochmal die Hertz ablesen. So. Ich würde sagen, haben ist besser als brauchen. Ich mache mich jetzt an mein Leuchtturmprojekt weiter. Wenn du das noch nicht kennst, unten in der Videobeschreibung findest du die Playlist oder schau dir einfach mal hier dieses Video dazu an. Und direkt da unten findest du einen Traum, den ich mir erfüllt habe. Ja, der stand wirklich vor dem Stromgenerator. Es war ein sehr, sehr teurer Traum, aber es hat sich wirklich bezahlt gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ich hoffe beim Leuchtturmprojekt.